So Leute, da hinten ist die Finca La Corona. Hier steht Türkis Auto. So, da ist schon das liebe Gabi und dann geht's mal los, ne? Ja Leute, an dieser Stelle vielleicht mal mein Hinweis, es gibt eine Wanderwarnung zu diesem Weg im Internet. Playa Farmara, Playa del Risco und so weiter. Stammt aus, glaube ich, März 2014. Könnt ihr übergehen, also der Weg war zumindest jetzt Dezember 2014. Vollkommen in Ordnung, war zu machen. Natürlich, klar, schwierig, diese Serpentinenwege. Aber wie gesagt, nochmal, könnt ihr ignorieren, der Weg ist in Ordnung. So, Leute, was haben wir jetzt? Knapp 11 Minuten unterwegs. Ihr seht die Wegbeschaffenheit. Ne? Ist alles Geröll. Eigentlich gibt es auch eine Warnung für diesen Weg, aber wir versuchen es trotzdem und schauen mal, ja, wie wir runterkommen. Ne? Bis zur Playa da vorne, bis zum Strand. Da hinten übrigens La Graciosa, kleine Nachbarinsel von Lanzarote. Also 20 Minuten. Von da oben sind wir gekommen. Ja, weiter geht's runter. Ich freue mich natürlich schon wie immer nachher auf Bergauf, weil dieses Runterstippeln für lange Beine, das ist ja nun mal nichts. Übrigens ist La Graciosa gehört zu Lanzarote, fällt mir gerade so ein. Und da bin ich auch schon gewandert 2011. Da kommt ihr da am Hafen an. Könnt einmal bis hinten rechts, ist nochmal so ein kleiner Ort. Und dann einmal komplett rum und kommt dann hier wieder vorne am Hafen raus. Also ich fand's schön damals. Ja Leute, nach nunmehr knapp 51 Minuten sagt uns jetzt hier dieses große Steinmännchen. So, jetzt sind wir wirklich komplett einmal unten. Ja, und da vorne wirklich beeindruckende Lavaformationen. Könnt ihr mich mal aus der Nähe angucken. Also ich finde es wieder immer wieder beeindruckend, diese Geschichte. So, jetzt machen wir nochmal einen Blick zurück. Freuen wir uns gleich auf den Rückweg, aber jetzt gehen wir ja erstmal noch hinten zum Strand Richtung Salin. Ja Leute, wunderschöner Strand und Bowlingkugeln liegen auch noch da. Ja Leute, ich habe euch jetzt mal mit dem Meeresrauschen so ein bisschen alleine gelassen und das ist auch das absolut Schöne an dieser Tour. Man kommt wirklich in einen absolut einsamen Strand. Ja, der Weg ist etwas mühevoll, ne? Das habt ihr schon gesehen an der Wegbeschaffenheit runter, aber für Wanderer durchaus zu machen. Also wer eingewandert ist, hat da keine Probleme. Ich sehe schon auf dem Weg zurück, habe ich selber einige Konditionspausen machen müssen, das muss man schon sagen, weil auch hier diese Serpentinenweg rauf, das geht schon ziemlich steil. So, ihr seht jetzt hier noch ein paar Bilder. Ich färbe meine Videos nicht ein oder auch die Bilder nicht, sondern das ist alles so, wie es aus der Kamera kommt. Und ihr seht also wirklich, na, das sind wunderschöne Bilder. Ja, jetzt noch die Fotos, wie immer, mit ein bisschen Musik. Okay, bis dahin alles Gute, euer Mr. Bowlfish.